Ich schaue nebenbei eine Serie, darum bin ich nicht so aktiv im Chat. Darfst du gerne. Jedem das Seine, ne? Oder das Ihre. Ich habe gerade ein Ei gesammelt. Toffee und seine Eier. Okay, dann wollen wir mal rausfinden, ob wir das schon herstellen können, alles. Die meisten Sachen habe ich ja schon. Jetzt müssen wir noch zwei leere Fläschchen herstellen, dann sollte das ja eigen. Dafür brauche ich 6 Glas. Okay, alles klar. So. Toffee, hat sich dein Bauch eigentlich wieder beruhigt? Vroni, du kommst jetzt nicht auf dumme Gedanken und willst jetzt schon wieder was spenden, in der Hoffnung, dass ich dann wieder was esse. Hör auf. Aber ja, mein Bauch hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber bitte nicht nochmal. Es reicht. Du hast heute schon so viel dagelassen. Es reicht wirklich. So, 2 Fläschchen. Ihr dürft alle gerne nebenbei etwas machen. Euer Lurk-Support hilft Toffee ungemein. Ja, das stimmt. Für Streamer, gerade aktuell, wo ja leider nichts mit YouTube geht, für mich als Streamer ist ein Lurk auch genauso viel wert, als wenn ihr so richtig dabei wärt. Natürlich ist es immer... Nee, eigentlich ist es sogar noch ein bisschen besser, wenn ihr wirklich direkt dabei seid. Gerade bei solchen Spielen haben wir dann immer wieder ein paar Gesprächsthemen, die wir bequatschen können und so. Aber natürlich ist es für mich auch sehr viel wert, wenn ihr im Lurk seid, um mich trotzdem weiterhin zu unterstützen. Auch ohne finanzielle Unterstützung kann man jemanden unterstützen, indem man einfach nur da ist und den Stream supportet. Das ist auch schon sehr, sehr viel wert, ne? Von Vroni, das zählt nicht mehr. Nee, also jetzt kann ich auch nicht mehr so viel essen, das reicht jetzt. Das machen wir jetzt nicht mehr, ja? So, jetzt legen wir die Tränke da drauf. Druff, 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 druff. Verpeilt und verschalert. Alle verballert. Druff, 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 druff. Bin meistens im Lurk. Das muss ich jetzt aber auch nicht hören. Ja, ich mach Toffee eigentlich nur an, um ihn anlaufen zu lassen. Eigentlich macht er ja Scheiß-Content. Das interessiert mich gar nicht. Ich mach einfach immer nur an. Alte Frau fragt nach, was ist Lurk? Lurk bedeutet, dass du den Stream laufen lässt, obwohl du gerade gar nicht gucken willst, richtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst andere Sachen machen, Wäsche machen, kochen oder sonst irgendwas, oder du guckst vielleicht was anderes und du lässt den Stream aber nebenher laufen, dann bist du ja trotzdem indirekt Zuschauer des Streams. Und das bedeutet Lurk. Das wusste ich anfangs auch nicht, ganz ehrlich. Das habe ich auch erst durch den Stream, durch Twitch-Streams kennengelernt, das Thema Lurk. Wusste ich vorher auch nicht. Lurk mit Ö. So. Übertragen. Übertragen. Ich höre immer zu. Ah, das ist nett. So wie ich gerade. Ich putze, aber ich höre Toffee so gern zu. Ja, das ist schön. So, was haben wir da? Achso, das sind die Samen. Das sah gerade ganz anders aus. Samen vom Dreamlight-Baum. Was für ein Baum wird aus diesem geheimnisvollen Samen wachsen? Der Dreamlight-Baum? Vielleicht? Kehre zu Simba zurück. Okay. Gut, dann wollen wir aber Nala noch ein kleines bisschen leveln. Ich gehe mal kurz ein bisschen hier rum und hack ein bisschen rum. Wir brauchen eben ein bisschen Vitalis-Kristalle. Weil mir die immer fehlen. Und dann können wir Nala ein kleines bisschen leveln nebenher. Nach Tagen kann ich endlich Mondsteine kaufen. Ging das nicht? War das verbuggt? Das ist nicht so gut. Lurk heißt aber auch, wenn du zum Beispiel nur zuschaust, aber im Chat nicht schreibst. Echt jetzt? Ist das... Aber das ist... Ich dachte immer, Lurken wäre eigentlich nur also das wäre ja... AFK. Stimmt, das ist ja away vom Keyboard. AFK ist ja dann wirklich, du bist weg. Aber... Ich dachte eigentlich immer, Lurk bedeutet, dass man halt wirklich den Streamer unterstützt, obwohl man ihn jetzt gerade nicht gucken kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gehst jetzt schlafen oder sowas und lässt den Stream trotzdem laufen. Das machen tatsächlich manche Leute. Das würde ich von euch jetzt nie verlangen, wegen Stromverschwendung und sowas. Aber wenn es jemand macht, es unterstützt mich trotzdem. Ich dachte, das wäre dann immer Lurk, wenn man quasi dann da nicht wirklich, also wirklich nicht dabei ist. Aber gut, man lernt nie aus. Ist offensichtlich doch noch was anderes dabei. Ne? Komm ich da eigentlich... Ich wusste gar nicht, dass man hier langlaufen kann. Ups.
Ach, stimmt. Hier ist noch so eine Ecke. Habe ich nicht gesehen. Ich kenne auch beide, sowohl still zusehen als auch nebenher laufen lassen, wenn man etwas anderes macht. Bei mir hat das stundenlang geladen, aber nie die Zahlung angenommen. Oh nee. Das war wahrscheinlich Internetprobleme, ne? In unserem tollen Deutschland-Billo-Internet. Bei uns, habe ich ja schon erzählt, machen sie jetzt gerade in der Straße die Kanäle für Glasfaser. Snowy, hey! Ich lurke auch. Ich schaue dir zu, aber chatte nicht. Ah, das ist lieb. Das ist sehr, sehr lieb. Und wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr einfach nur den Stream genießt oder zuhören wollt oder sonst irgendwas und nebenher spielt. Das mache ich ja auch ganz gerne mal, wenn ich was zocke und meine Ruhe haben will beim Zocken. Im Sinne von, dass ich halt eben nicht chatte, streame beim Zocken, sondern halt eben wirklich meine Ruhe haben will. Gibt's auch mal die Tage. Dann mache ich mir meistens auch einen Stream nebenan dran an, weil ich einfach keine Lust habe, dass es so still ist. Ich hasse Stille zu Hause. Ich mag das gar nicht. Ich bin kein Fan von Stille. Außer beim Schlafen, da habe ich es jetzt wieder für mich entdeckt. Manche Leute schlafen ja gerne mit irgendwas ein, mit Fernsehen einschlafen, mit Filmen oder sonst irgendwas. Kann ich von mir aus Netflix. Irgendwas in der Art und Weise, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich jetzt mittlerweile sogar am besten schlafen kann, wenn alles aus ist, ganz still. Genau, Babsi sagt es auch. Stream laufen lassen, nebenbei selbst spielen. Genau, so ist das. Gut, dann gehen wir gleich zu Simba, aber ich muss mal kurz Waffeln essen. Ich will mal ein paar Waffeln machen und essen. Okay. Wie viel? Ach, ich wollte es gerade sagen, wie viel Platz habe ich eigentlich noch im Inventar? Warte mal, ich gehe mal meinen Platz leeren. Ich glaube, da stimmt was nicht. Das sieht ein bisschen falsch aus. Oder? Sternfeen, hallo. Ich koche nebenbei. Ich hoffe, was Gutes. Bin wohl auch im Lurk. Ich schaue immer deine Streams-Videos auf dem Tablet und zocke selbst nebenbei. Ja, das ist super. Ihr seid echt sehr, sehr fleißige Zuschauer. Finde ich super. Schaut gut aus. Du kannst zaubern, ja. Ich habe offensichtlich hier was für mich entdeckt. So, hier noch ein bisschen was rein. So. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Leute, ne? Pille, Palle, alle, Pralle, Druff, 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 Druff. Verpeilt und verschalert, alle, verballert, Druff, 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 Druff. Gibt es sowas? Voltoball. Voltoball. Zu leise. Dieses Chaos in den Kisten. Hä, da ist doch gar kein Chaos. Das ist voll gut organisiert. Ich bin voll stolz darauf. Das eine sind nur Materialien und das andere sind nur Edelsteine. Ich bin voll stolz darauf. Ich finde das voll gut organisiert. Hätte mal vorher sehen sollen, was das für Chaos bei mir war. Also das. So, wie viel brauche ich denn da noch? Ich brauche noch 9 insgesamt. Das heißt, wir brauchen noch 6 Milch und 5 Eier. Sechs. Ja. Und 5. So. Ich habe für jedes Item eine Kiste. So viele Kisten kann ich gar nicht herstellen. Ich glaube, so viele Materialien habe ich gar nicht. Das Zaubern kommt von Hogwarts. Du kannst Fähigkeiten zwischen den Spielen übertragen. Das wäre doch mal geil, oder? Ist das die Zukunft von Spielen heutzutage? Tobias, moin! Ist das die Zukunft von Spielen? Irgendwann können wir Spiele miteinander verknüpfen. Jetzt zum Beispiel, jetzt kommt der Disney Speedstorm. Nehmen wir das jetzt mal als Praxisbeispiel. Disney Speedstorm ist jetzt bald da. Es kommt jetzt bald. Ist ein Autorennspiel für alle, die es nicht wissen, im Disney-Stil. Heißt Mario Kart mit Disney-Figuren, wenn du so willst. Und das kommt jetzt bald. Und dass man zum Beispiel hingehen könnte und sagen könnte, diese beiden Spiele sind so miteinander verknüpfbar, dass du gewisse Sachen in das eine Spiel integrieren kannst.
Du hast Disney Speedstorm und gibst da jetzt irgendwie, keine Ahnung, du spielst Disney Speedstorm eine Runde, beziehungsweise du bist einen Tag in Disney Speedstorm und dann vergeht auch ein Tag in Disney Dreamlight Valley und dann sind sozusagen Sachen, die halt immer täglich sich ereignen oder sowas, kannst du damit quasi noch ein bisschen wieder auffangen. Kann man das verstehen, wie ich das meine? Also, wenn du jetzt zum Beispiel bei Disney Dreamlight Valley jeden Tag Eier sammeln sollst und musst dich jeden Tag einloggen bei Disney Dreamlight Valley und kriegst dann Geld dafür, wie diese 50 Mondsteine. Und du spielst Disney Speedstorm und dann kriegst du automatisch die Mondsteine von dem anderen und das ist dann miteinander kombiniert und da gibt es bestimmt noch ganz andere tolle Ideen. Mir fällt gerade keine weitere ein. Meine Mutter sagt von sich, dass sie ohne laufenden TV nicht einschlafen kann, beziehungsweise es ist eine langjährige Gewohnheit von ihr. Immerhin hat sie einen Timer aktiv, sodass TV irgendwann automatisch ausgeht. Ja, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ich bin ja auch mit Hörspielen aufgewachsen. Sehr viele Hörspiele früher gehört. Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Alf, Bibi und Tina, was alles es halt gegeben hat damals, ne, als Hörspiel. Und tatsächlich habe ich da auch deswegen von damals sozusagen diese Macke, wenn man so es nennen kann, für mich davon getragen, dass ich halt immer mit irgendwas einschlafen muss, um es zu hören. Irgendwas im Hintergrund hören lassen. Dann kann man besser einschlafen. Mittlerweile weiß ich aber, dass es deutlich besser ist, wenn man es weglässt. Ist wirklich so. Unglaublich. Sie entdecken, sie erschaffen. Mittlerweile nicht mehr so erpicht darauf, was zu hören. Ich finde, es geht irgendwie doch deutlich besser mittlerweile, wenn ich gar nichts mehr höre. Wenn es so wie Mario Kart wird, werden wir uns hassen. Mhm. So, zu Simba. Oh, beziehungsweise nee, erstmal hier noch. Bergbau. So, wo ist Simba? Simba. Simba. Schau, wie viel Glück dieser Löwe hat. Oh. Rein da. Nur noch 225 Eisenbarren, um alles hergestellt zu haben. Nur noch. Alter, das ist halt echt heftig. So, darf ich mal ganz kurz mit dir quatschen, Simba? Ich hätte da nämlich noch was gemacht, was dich interessiert wahrscheinlich. War voll der Bob der Baumeister-Sucht. Ich habe alles gehabt davon, aber den alten Bob nicht den neuen. Oh, Bob der Baumeister. Das habe ich damals nie so wirklich geguckt. Hallo. Hey, Toffi, was ist das? Ein Samen vom Dreamlight-Baum. Damit können wir einen Dreamlight-Baum pflanzen. Das war deine Rolle, Simba. Früher hast du über ihn gewacht. Jetzt können wir das Tal wieder in Ordnung bringen. Ja! Der Dreamlight-Baum, ich erinnere mich. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich werde aufpassen, dass niemand ihn zerstört oder frisst. Ich kenne die perfekte Stelle, um ihn zu pflanzen. In der Nähe des Teichs auf der sonnigen Ebene. Komm mit! Da stecken wir gleich mal unseren Kopf in die Wand. Ich bin beeindruckt. Und weg ist er. Ich folge ihm. Da war schon wieder ein Spielzeug? Aber nicht im? Ach da, ach draußen. Okay, danke, danke. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Dankeschön. So, warte, wir müssen Simba folgen. Und ein Ei. Spawnen die eigentlich wieder? Also wenn du jetzt gewisse Zeit lang, wenn du jetzt zum Beispiel durch die ganze Welt gelaufen bist und alle Eier gesammelt hast, ist es wie mit den Büschen, dass sie einfach nach einer gewissen Zeit wieder spawnen? Pflanze den Samen vom Dreamlight-Baum in der Nähe des Teichs auf der sonnigen Ebene. Okay, dann probieren wir das mal. Ups. Na. So. Flumps. Und gießen. Ja, jetzt dauert es wahrscheinlich wieder eine Weile, ne? Genau, kümmere dich um den Dreamlight-Baum, bis sein Wachstum abgeschlossen ist. Das ist ja wie ein Baby. Da muss man sich auch drum kümmern, bis das Wachstum abgeschlossen ist. Ich trinke gerade einen Bananenshake. Mmh.
Ja, das tun sie. Okay, die Eier spawnen wieder. Okay, alles klar, super. Das ist schön. So, müssen wir jetzt Nala ein kleines bisschen leppeln? Oder soll ich ein bisschen... Aber was haben wir denn sonst noch für Aufgaben? Verkaufe Bunyaros. Ich könnte noch Bunyaros herstellen. Wir müssen nur wissen, wie man die macht. Ich habe keine Ahnung mehr. Das sollte man echt viel öfter nutzen, ne? Das ist eigentlich echt cool. Ich habe es belächelt, aber es ist eigentlich echt cool. Hä? Wo? Hä? War hier nicht mal ein Tisch, wo man was herstellen konnte? Was kochen konnte? Habe ich den aus Versehen weggemacht? Okay, ich bin doof. Entschuldigung. Habe ich wahrscheinlich wirklich aus Versehen weggemacht. Ups. Was? Ich wollte nie in den Kindergarten, bevor ich meine 2 Folgen Bob der Baumeister gesehen habe. Oh, das ist irgendwie süß. Sakura, hey. Ich wünsche dir auch frohe Ostern. So. Dafür brauche ich 6 mal Käse, 10 mal Eier, 10 mal Milch, oder? Wie viel müssen wir machen? Eier, Milch, Käse. Upsala. Ja. So. 10. Und 10. So. 10. Dummheit bestrafen. Au, wofür denn? Ramona, was habe ich gemacht? Weil ich das so schön ausgesprochen habe. Die heißen so. Ihr wisst nur nicht, dass man das so ausspricht, Leute. War das jetzt gerade ein bisschen schneller als sonst? Ich drücke das immer weg. Guckt ihr euch das eigentlich immer mittlerweile noch an, diese Siegespose da? Ich drücke die immer weg. Ist doof. Das Leiden kostet aber Energietor. Wie hast du das mitbekommen? Ja, ja, klar. Das habe ich mitgekriegt. Aber eben deswegen mache ich es ja auch so selten, weil ich die Energie gar nicht habe. Meistens esse ich nämlich nichts, um meine Energie aufzuladen, sondern lade sie einfach so irgendwie auf. Oder lade sie, oder wenn ich was esse, dann sind es irgendwelche Früchte oder sowas und die geben ja nicht diesen gelben, diese gelbe Energieleiste. Und nur mit dieser gelben Energieleiste kann man es leiden. Happy Chappy, hallo! Ich krieg die auch mal weg. Natürlich drück das weg. Das ist voll nervig, ne? Wenn du gerade was schnell kochen willst oder sowas schnell fertig machen, dann ist es voll nervig, wenn du die ganze Zeit das Gedudel da hast. Obwohl eigentlich voll süß ist und schön. Das wäre nie fertig mit dem Kochen. Ich habe für viele Kochen einen Autoklicker am PC. Das spart ultra Zeit. Oh, Ryan cheated. Ich habe es rausgefunden. Ryan, du Cheaterin. Das ist unser Ryan S. Heckler. Unser Heinzi. Guck mal hier, ich cheate nicht. Ich slide. Weißt du, was cool wäre, wenn Mondsteiner auch via Disney Money kaufen könnte? Disney Money? Was ist denn Disney? Ach so, ach, du meinst mit Ingame-Währung hier drinne. Ja, aber das würde das ganze System ja irgendwie über den Haufen werfen. Ich meine, du kannst ja voll Kanne das Geld, die Ingame-Währung kannst du hier ja volle Kanne... Achso, nee. Was? Oh, die darf ich nicht verkaufen. Ich kann nichts sehen! Och, Mann! Das war laut genug, oder? Naja, geht so. Die Ingame-Währung kannst du hier ja, die ja richtig schnell easy erfarmen. Und das wäre ja schon irgendwie ein bisschen scheiße, wenn du dann dadurch tatsächlich, dir einen Vorteil verschaffen könntest. Also, ich glaube, das würde das ganze System so ein kleines bisschen über den Haufen werfen. Meiner Meinung nach. So. Mal wieder ein bisschen Kohle. Oh. Außerdem ist es kein Cheaten. Die Maus bewegen muss ich ja dennoch. Er klickt halt nur sehr oft. Mhm. Komm, hör auf, dich rauszureden, Ryan. Wir haben es rausgefunden. Du cheatest. Bediene Kunden im Scherimi. Wir haben es rausgefunden. Guck. Ich cheate nicht. Ich akzeptiere mein Schicksal. Ich kann nicht mehr leiden.
Ich lebe einfach meinen Traum. Schön. Leb deinen Traum, kleiner Olaf. Geh deinen Weg, aber geh aus der Sonne, sonst schmilzt du. Und bist nur noch eine Pfütze auf dem Boden. Ja, greif nach dem Schnee, du bist bereit. Bald ist Sommer, dann ist es soweit. Wir werden Tröpfchen sein, wenn es heiß wird. So. Fisch in Salzkruste, Leute. Oh. Wie lange streamst du heute? Wir machen heute XXL-Stream. Es wird noch eine ganze Weile gehen. Also muss ich erstmal Fisch in Salzkruste machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das aber noch nie gemacht. Ich glaube, wir brauchen Fisch und Salz. Nur so eine Info, nur so eine Vermutung. Wann bringst du den Song raus? Ist ja schon draußen. Könnt ihr jetzt gerade hier käuflich erwerben. Los, Leute. Kostet nur, die Single kostet nur 20 Euro. Voll Schnäppchen. Ich bin ja ein Influencer, ein abgehobener Influencer auf Twitch. Für alle diejenigen, die jetzt 20 Euro da lassen, die werde ich dann per Drohne kontaktieren, wo die CD dann abgeworfen wird. Nee, CD nicht, ist ja nicht mehr aktuell. Da wird euch dann der Download-Code abgeworfen. Ihr müsst ihn allerdings aber auch selbstständig fangen. Die Drohne kommt nicht, die landet nicht, die lässt es nur fallen. Und wenn der Wind es in den Händen wegweht, eure Schuld. Kann ich nichts machen. Lady Pacific, ich wünsche dir auch frohe Ostern. Hau raus den Download-Code. So, ich hab deine Bestellung. Donald Duck. Tagesplan ist ja gerettet. Ah, das ist schön. Ja, aber ihr müsst nicht. Also ihr müsst nicht den ganzen Stream hier bleiben. Ich kann verstehen, wenn einige Leute sagen, Alter, ja, schön und gut, dass Toffi hier so lange streamt, aber, ne? Das kann ich nicht machen den ganzen Tag hier. Das ist ja Hammer, krass und, ne? Happy Chappy, wir wünschen dir auch frohe Ostern. Frohe Ostern. Sammy Belz, Dankeschön für den Follow. Wir bräuchten übrigens auch noch Granateglänzende, ne? Damit habe ich echt Pech gerade. Irgendwie kriege ich die nicht. Alle gehen in Bunker. Außer Renate, die fängt die Granate. Alle stehen an der Klippe. Außer Brigitte, die geht noch 5 Schritte. Alle stehen mit dem. Allen steht das Wasser bis zum Hals. Außer Rainer, der ist kleiner. Mit den Granaten habe ich auch Pech. Okay, wenigstens bin ich hier alleine. Irgendwie denke ich bei der Frage, wie lange streamst du heute, dass der, die Fragende, keine Lust oder Zeit hat. Ist nur persönliches Empfinden. So ähnlich geht es mir mit der Frage, wann kommt wieder XY? Die wird ja sehr oft mal gestellt. Wann kommt wieder dieses Spiel? Wann kommt wieder da? Oder wann machst du Spielwechsel? Oder machst du heute noch Spielwechsel? Das klingt für mich immer so ein bisschen so ein Unterton. Wann kommt endlich mal guter Content? Weißt du, so, das ist nicht schön, was ich da jetzt sehe. So wirkt es. Ist natürlich wahrscheinlich totaler Quatsch, aber so kommt es halt bei mir an. Ne? Kommt nur normale, keine glänzenden, ja. Ich bin dafür, dass Toffi die GIFs nachmacht für den Follow und den Sub und die von uns, von sich einfügt. Ist ja wieder so viel Aufwand. Lass uns erstmal unseren YouTube-Kanal wieder bekommen. Ich glaube, da soll ich meine Energie momentan lieber reinstecken, oder? Ich finde alles bei dir spannend. Oh, dankeschön. Ja, also, diese Spiele sind natürlich nicht jedermanns Sache, ist ganz klar. Das Einzige, was man halt diesen Spielen wirklich definitiv als positiv anhaken kann, ist, wenn du es als Stream spielst, oder als Stream-Spiel spielst, dann ist es super, um mit der Community zu interagieren. Das macht voll, also das ist halt mega gut. Gerade jetzt, wo ich gerade ein bisschen was klatschen muss, und einfach ein paar Steine klatschen und hoffen, da das Richtige zu bekommen. Das ist so super, dann eben mit euch dann dabei reden zu können und mit euch zu diskutieren. Ich würde das privat ja auch machen. Ich bin vor diesem Spiel ja total diesem Spiel verfallen. Also ich finde das Spiel einfach geil. Und mit euch zu reden nebenher ist eine coole Sache. Nein, immer noch nicht.
Ich krieg keine glänzenden Granate. Die gibt's gar nicht in dem Spiel. Ich schalte hauptsächlich wegen dem Streamer ein, nicht wegen dem Game. Das ist bei mir zweitrangig. Ja, es kommt immer auf das Game drauf an, ne? Also, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt zum Beispiel so Plants vs. Plants ist Englisch, ist British, ne? Plants ist, guck mal. Wir müssen ihn jetzt kaputt machen, Leute, es tut mir leid. Wir machen jetzt diesen unsichtbaren Stein kaputt. Plants vs. Zombies, da kann ich nämlich kaum reden. Da muss ich mich immer voll konzentrieren. Ja! Es war der Verbackte! Es war der verbackte Stein! Da waren glänzende Granate drin! Ja! 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 Nichts gegen Brigitte, so heißt meine Mama. Ist doch nichts Schlimmes. Die geht halt noch 5 Schritte, das wollte er nur sagen. Also, wenn ihr einen verbackten Stein habt, den müsst ihr klatschen, Leute. Dann ist alles tutti.